Damit haben wir alle Voraussetzungen geschaffen und können jetzt anfangen. Was wir benötigen, sind Referenzpunkte, auf die wir unser Foto einpassen, unser Drohnenfoto einpassen können. Wie gesagt, wir haben ein Drohnenfoto, das sieht so aus. Wir haben die Orthofotos der Landesvermessung und wir haben QGIS, das sind unsere drei Partner in dem Fall. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir überall die gleichen Koordinatensysteme verwenden. Das bedeutet, wir gehen hier im GeoViewer auf die EPSG 4326. Das sieht jetzt zwar etwas verschoben aus, das liegt daran, dass die Projektion eine andere jetzt ist. Dafür erhalten wir jetzt hier, wie man sieht, GPS-Koordinaten. Was wir benötigen, sind Passpunkte, sogenannte Passpunkte. Nach Anmeldung hat man hier die Möglichkeit, Punkte zu setzen. Wir möchten Punkte einzeichnen, genau. Und ich empfehle da markante Dinge, die man von oben relativ gut sieht. Dieses Gelände hat einen Höhenunterschied, also von hier nach hier geht es nach oben. Die Kirche oder dieses Gebäude ist nochmal viel höher. Das ist alles nicht sehr gut, um Passpunkte zu setzen. Allerdings werden wir das trotzdem machen, einfach weil es die einzige Möglichkeit ist, die wir haben. Ich habe hier die Gebäudeecken und alles möglichst ringsrum zentral, sodass wir dann als Lösung vielleicht hier Abstände und Flächen im Inneren recht gut bestimmen können. Das bedeutet also, ich digitalisiere mir hier die Gebäudeecken, klicke die also an, habe jetzt also hier ein paar Passpunkte, die relativ gleich verteilt um das Zentrum sind, sodass ich das Drohnenfoto ganz gut entzerren kann. So, diese Passpunkte exportiere ich mir jetzt in eine Shape-Datei zum Beispiel. Wichtig ist vorher, das Koordinatenbezugssystem richtig eingestellt zu haben. Das wurde jetzt runtergeladen. Man sieht hier also als Shape-Datei, welche ich in QGIS laden kann. Also ein Vektorlayer aus einer Datei. Downgeloadete Punktdatei. Ich zoome auf den Layer und sehe jetzt hier also diese Punkte.